Tag 3. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid, liebe Zuschauer, Abonnenten und Pikmin. Endlich haben wir auf diesem Planeten Nahrung gefunden. Oh ja, und dieser Fruchtsaft schmeckt wirklich ausgezeichnet. Das stimmt. Etwas Vergleichbares existiert auf Kobay nicht. Es gibt sicher noch mehr davon. Wir müssen weitersuchen. Und wir müssen unbedingt... Ja, ich weiß. Der Überlichtschlüssel. Ohne ihn können wir nicht zurückkehren. Also, was ich meinte war, wir müssen doch den Captain retten. Ach, richtig. Den Captain. Unbedingt. Wie konnte ich den vergessen? Dieses Signal. Was könnte das sein? Das muss der Captain sein. Schnell, wir müssen ihn retten. Ja, das sollten wir tun. Am Ende behält er die ganzen Früchte noch für sich. Ach, das glaube ich nicht. Ihr verarbeitet die doch auch zu Saft und... Der kann die gar nicht handeln. Stell dir vor, das ist eine Kiwi. Wir sollen Daddy aufschneiden. Freunde, es geht zurück zum Garten der Begegnung. Man könnte auch zum anderen Level gehen, aber es macht mehr Sinn, wirklich erstmal die drei Captains zu vereinen. Oder sagen wir die drei spielbaren Charaktere. Auch macht es in meinen Augen Sinn, möglichst alle Pikmin aus der Zwiebel zu holen, wenn wir am Ende mit mehr als 100 Pikmin auf dem Feld noch mehr dazu bekommen, müssen wir da nicht die alle aus dem Boden ziehen. Ja, hier geht's, denke ich, weiter. Es gab zwar hinten noch einen Weg, aber ich glaube, das war nur ein Shortcut zurück. Mal so schaue. Ja, da würde man da jetzt eine Brücke bauen. Das können wir tun. Aber ich muss jetzt auch gerade noch keinen Fokus drauf legen. Da ist was auf dem Kopfradar. Sondern geh erstmal hier entlang. Ich empfange ein Signal von dort. Bestimmt der Captain. Schon etwas weit weg. Das sollten wir uns ansehen. Die Gebiete sind halt schon durchaus nicht klein. Dafür gibt es aber auch nur eine Handvoll. Oh je, die Orkologs und Rysliknes. Natürlich... Mit roten Pikmin sehr zu empfehlen. Nicht nur, weil diese, man sieht es am roten Rüssel, Feuer speien. Sondern auch, weil die roten die stärksten sind. Im Kampf. Kann sich drüber streiten, ob die Fels-Pikmin mehr bringen oder weniger. Ihr werdet diese abtransportieren. Aber das machen die roten. So, da kommen wir nicht weiter. Eine Elektrowand. Vielleicht sollten wir ausprobieren, ob die Fels-Pikmin immun gegen Elektro sind. Nein, ich verrate es euch, sind sie nicht. Obwohl es Felsen sind. Ich sehe am anderen Ufer etwas, woraus man eine Brücke bauen kann. Wenn Brittany und ich die Sache gemeinsam angehen, finden wir bestimmt eine Lösung. Ich bewege den Zeiger auf sie und rufe sie mit B, damit sie meiner Gruppe beitritt. Die ist schon dabei, keine Sorge. Außerdem noch ein paar Pikmin hinterher von beiden Sorten. Zack, zack, zack. Und einmal wechseln. Funktioniert super klasse. Machen jetzt doch ein paar. Ihr dürft mithelfen. Aber der Weg ist auch nicht besonders weit. Wir selbst könnten auch durchs Wasser laufen. Jetzt sind 100 Pikmin im Feld und die Zwiebel stößt keine Keime mehr aus. Aber man könnte sie rufen, aus der Zwiebel heraus. Die Zahl der Pikmin scheint sich innerhalb der Zwiebel zu erhöhen. Sieht aus, als würden neue Pikmin in der Zwiebel entstehen, wenn bereits 100 Pikmin im Feld sind. Das heißt also, dass sich höchstens 100 Pikmin außerhalb der Zwiebel befinden können. Inzwischen wäre es ja technisch gesehen möglich, locker flockig mehr zu bringen. Auf dem GameCube musste man irgendwann mal eine Grenze setzen, dass es nicht mit Gegnern und rundherum irgendwann doch zu viel wird. Pikminologie 8, es kann nur eine bestimmte Anzahl an Pikmin und Keimen im Feld sein, aber in der Zwiebel ist mehr Platz. Es sieht nicht so aus, ne? Die Logik. Videospiellogik, ne? Das nenne ich Videospiellogik. Jo, ihr seid auch fleißige Dudes. Finde ich supi. Dann gucken wir gleich, was hier noch los ist. Bleibst du hier? Hä, was? Oh, wir haben noch nicht alle. Ja, dann weiter im Text. Sind da noch Scherben? Waren das blaue Scherben? Ja. Das dauert aber ein Momentchen. Ich kann die roten doch hier schon mal hinschicken. Das Signal kommt von dort. Sieht bedrohlich aus, was?
sind 20? 11, schick nochmal ein paar rüber. Das dauert mir sonst zu lange. Dankeschön für die Slaven. Pikmin. Ja, der gönnt sich. Na, tu auch was! Gleich wieder alle Pikmin zusammen. Wupp, 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 wupp. Sieht gut aus. Nur noch eine. Ja. Schafft ihr schon. Für die Arbeiter gibt es gleich auch Lohn. Ach, die bedienen sich schon. Ja, macht Sinn. Bedient euch. Alles okay. Ich habe keine Lieblinge. Ich bevorzuge niemanden. Ihr seid alles meine Kinder. Die sind ja auch noch beschäftigt. Na komm, Gönnung. Ich will keinen Nektar mehr übrig sehen. Ja, was das angeht, was das Nektarschlürfen angeht, sind die schlauer als früher. Das finde ich gut. So, schöne Zeiteinteilung und wir können weitergehen. Anführerfeld. Sind wirklich so viele noch im Feld? Wo sind denn die anderen, bitteschön? Wie sollte ich das vorher rausfinden? Na sowas. Hier sind auch Aufzeichnungen. Wichtige. Wie viele Tage mögen seit der Landung auf diesem Planeten vergangen sein? Ob meine Familie auf Fokotate wohlauf ist? Ich muss unbedingt ein Mitbringsel für meinen Sohn finden. Und diesmal bewahre ich es sorgfältig auf, damit es mir nicht wieder aus der Tasche fällt, Captain Olimar. Der Planet Hokotate, der ist gar nicht so weit von Koppai entfernt. Ich weiß nur, dass sie dort Gemüse essen und immer irgendwelchen Schätzen hinterherjagen. Sie kennen nur den Chef? Suchen Sie hier etwa nach Schätzen? Dieser Olimar scheint ein Familienmensch zu sein. Mal ganz kurz, warum kann ich ja nicht zu ihr wechseln? Mal ganz kurz, tatsächlich das... Muss die... als ob man die so werfen muss erst, bevor man die auswählen kann. Bleib doch mal da. Ich möchte die anderen... Bleib doch mal da. Ich möchte die anderen Pikmin noch holen. Es scheinen ja noch ein paar sich rumzutreiben. Ja, Captain Olimar ist da. Inzwischen wissen wir auch. Man hat ja zu Beginn, als Pikmin 3 frisch rauskam, auch gerätselt, ob das vielleicht sogar, weiß nicht, zum Beispiel zwischen Pikmin 1 und Pikmin 2 spielt. Oder so. Who knows, Leute? Wer weiß denn das schon? Und wäre schlauer gewesen, beide mitzunehmen, um hier schneller zu rupfen. Nichtsdestotrotz spielt das alles nach Pikmin 2. Das ist Fakt. So viel kann ich verraten. Olimar und Louis, ja, sind plump immer noch weiter auf der Suche nach Schätzen. Das sind alle Pikmin? Anführer 42. Achso, 24 Fels-Pikmin. Ich bin so oldschool, ne? Ich bin die alten Spiele gewöhnt. So, dann wollen wir mal 100 Pikmin im Schlepptau. So geht es in diese gruselige Höhle. Das sieht wie ein Versteck aus. Und was versteckt man da? Schönen guten Tag. Ah, ah. Eine Art Tausendfüßler. Jedoch heißt es harte Schale, weicher Kern. Unter dem Panzer ist er angreifbar. Das ist das Bild von den Pikmin. Kommt alle her. Dann machen wir den Panzer doch am besten mal kaputt, wa? Oh, er kesselt uns ein. Das ist gar nicht so gut. Also drauf damit. Alle zurück. Ich sollte zentrieren. Fokussieren. Irgendwann platzt schon alles auf. Der Panzer ist weg. Los jetzt.
Er bewegt sich auch ziemlich schnell. Und es geht auch nur werfend, wie mir scheint. Auf die Birne ist, glaube ich, noch besser. Hm? Schön gemachter Boss. So richtig besiegen oder töten kann er unsere Pikmin bis jetzt nicht. Also eigentlich tun wir ihm Unrecht. Und Fairness halber sagen. Ich glaube, gleich geht die ganze Höhle mit einem Mal ab. Musik signalisiert Stress und Unruhe, aber innerlich bin ich so entspannt. Wie selten, weil er tut ja nichts. Man muss nur eine bestimmte Stelle. Aber trotzdem. Watz, 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 watz. Hat er auch schon Energie verloren, weil wir ihn, ja, an der Schwanzspitze beispielsweise klein bekommen haben. Das wird Spieler motivieren aus der ganzen Welt, ne? Dieser große, böse Boss, der eigentlich gar nichts tut, aber böse aussieht und eine böse Musik hat. Den besiegt. Ne? Den besiegt. Die Birne ist frei, Freunde. Dann werde ich ab jetzt lieber die roten auswählen. Ah, beide. Es hängen noch welche dran, scheint mir. Kann er noch hin sein? Jetzt würde ich lieber mal aufpassen. Oh nein, nicht hierher. Ja, er wirft die auch alle um. Er möchte sich ein paar Minuten lang gegen uns beweisen. Ich meine, wer lässt sich schon gerne von so ein paar gefühlten Grassträuchern in die Knie zwingen? Das macht sich nicht gut in der Vita, ne? Roten tun sich nicht richtig dran. Dann werfe ich die lieber, als auszuschwärmen. Macht bei dem Boss wohl mehr Sinn. Da geht er down, da geht er down, da geht er down. Und tschüss, Mann, geh baden. Er hat ein altes Handy ausgespuckt. So richtig aus den 90ern. Ende der 90er, aber nichtsdestotrotz. Dieses Gerät hat also das Signal ausgesendet. Dann muss der Captain woanders sein. Wir sollten das Gerät zur Drake bringen und analysieren lassen. Es kann uns sicher noch nützlich sein. Okay, nehmt das. Nehmt ihn. Ach, nicht... jetzt haben mehr Leute... Moment. Nee, ich habe noch welche. Ja, und sonst? Das sieht doch irgendwie verdächtig aus. Warum ist hier so eine Kuhle? Aber ich glaube auch, das war's hier in dieser Höhle. Da haben wir doch gut was erreicht im dritten Tag, oder? Wie das hier so abtransportiert wird, sieht natürlich episch aus. In Pikmin 2 blieben oft nur die Köpfe übrig. Als Trophäe mehr oder weniger. Hier muss man den gesamten Kadaver schon zurück zum Raumschiff bringen. Der taucht jetzt auch so auf, weil die Gebiete sich... Check das mal aus, wenn wir hier so stehen bleiben. Stehen wir im Weg vielleicht? Jetzt kommt er. Brauchen wohl doch ein bisschen. Vor allem die mit dem Handy... Könnt ihr mal auf die Tube drücken. Lasst euch doch helfen. Kann man das mit dem Ausschwärmen vielleicht ein bisschen umstellen, dass dann wirklich alle helfen? Ob Vor- oder Nachteil? Ja, und hierfür braucht man die gelben Pikmin. Den anderen Weg nach hinten, den können wir vielleicht auch noch bestreiten, bevor wir den Rest des Tages wegschmeißen.
Ja, und er hat uns kein einziges Opfer gekostet. Wie schade. Für ihn. Objekt geborgen. Erzähl mal. Oh, die Drake ruft uns. Was bringt uns das Handy? Geborgenes Objekt wird analysiert. Ja, schon interessant, ne? Kommt ins Museum. Objekt identifiziert. Kommunikationsterminal einer Kultur dieses Planeten. Zusammensetzung unbekannt. Signal wird noch ausgestrahlt. Hat sogar noch Akku, man kennt's von den alten Dingern. Das ist uns sicher irgendwie nützlich. Elf soll sich das mal heute Abend ansehen. Er ist doch der Schiffsingenieur, also fällt ihm bestimmt irgendetwas ein. Gut. Ah, schade, dass da nicht mehr so viel geht. 85, wo sind denn die letzten? Sind da noch welche am Abtransportieren oder wo sind die letzten 15? Da. Schade, dass die Zeit ein bisschen knapp geworden ist. Kämpfe noch gegen Orca-Loks. Ah! Wasser! Hilfe! Wie schrecklich, die armen Pikmin ertrinken. Ich kann es retten, indem ich B drücke, um es zu rufen. Warum auch immer das funktioniert, ne? Rufe panikgeratene Pikmin, um sie zu retten. Ja, weil dann denken die sich so, ach so, ich soll nicht sterben. Ja, dann lass ich's. Ihr nehmt doch lieber die Roten, habe ich im Gefühl. Die wurden aber genervt. Orca-Loks waren früher wirklich eine Plage, wie sie im Buche stehen. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen können, ist die Mauer kaputt. Und das schaffen sie. Da gibt es Unterwassermauern, wie ihr sehen könnt. Ja, der Weg ist frei. Können wir denn gut erkennen? Ja, ja. Wir können erkennen, dass wir da noch nicht waren dann. Darum geht's mir. Dass wenn ich irgendwann hierher zurückkehre, dass ich mir dann denke, okay, da war ich schon. Das wäre dann Fail. Er hat doch noch ein bisschen viel Zeit, ne? Jetzt ist endgültig zu spät, um noch irgendwas anzugehen. Freunde, wir beenden das mal so. Nicht gespeichert. Machen Sie alles nochmal. Zum Sonnenuntergang. Wo ist denn der Sonnenuntergang? Ich kenne das Level noch gar nicht. Ihr seht, Parts von Pikmin 3 Deluxe werden durchschnittlich ein bisschen kürzer als bei mir regulär gewohnte Partlängen. Aber da das, denke ich mal, eine sehr geschmeidige Sache auch ist, in einem Part einen Tag zu stecken, machen wir das auch weiterhin. Nur in Pikmin 2 ist es halt ein bisschen schwierig. In meinem Pikmin 1 Let's Play von 2014, wohlgemerkt, haben wir es ja auch so gemacht. Jeder Tag ein Part. Wir haben etwas Neues entdeckt. Ich bin schon auf den Geschmack gespannt. Milde Bestie. Die nehmen doch alles. Die mischen vor allen Dingen die Zitrone jetzt mit der... Was ist es eigentlich? Eine Drachenfrucht? So ist eine Art. Jo, zwei neue Behälter. Das hat einiges gebracht, was zur Hölle. Dann lassen wir es uns mal schmecken. War, glaube ich, das Letzte, das er noch von Koppai mitgebracht haben. Unsere Vorräte müssten noch ein Weilchen reichen. Wer sich da bislang in die Bedrängnis bringen lässt mit den Früchten, der ist offiziell schlecht im Spiel. Ja, so, schaut, gegen Ende haben wir doch gut was erreicht, Freunde. Ich finde, ein gelungener Part. Wir gucken, was im nächsten weiterhin geschieht. Ich glaube, wir müssen zum anderen Gebiet dann am Ende des Tages. Es gelang uns, das von der Kreatur verschluckte Kommunikationsterminal zu bergen. Elf scheint Teile davon verwenden zu können, um die Scanner der Drake zu verbessern. Da er dermaßen in seine Basteleien versunken ist, schreibe ich heute den Bericht. Aber nur ausnahmsweise, denn diese Aufgabe lässt sich Elf sicher nicht nehmen.
Freunde der Nacht, der modernen Unterhaltung, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Du kannst nun in einer Besiege die Bosse-Mission gegen den Panzerfüßler antreten. Na wert. Daumen her, dann gibt's mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!